Servus und herzlich willkommen zum Kar-Tycoon. Ja, wir haben eine neue Mission vor uns, nämlich wir müssen wählerische Bürger in Denver zufriedenstellen. Also, wir brauchen 250 Autos, aber aus drei verschiedenen Typenklassen. So, das werden wir jetzt mal gucken, was wir an Autos zur Verfügung haben. Wir haben zwei Fahrzeuge ja schon da. Das heißt, da können wir ja schon mal direkt zwei Autos sozusagen reinsetzen. Ist natürlich toll, weil irgendwie jetzt hier die Sachen noch nicht so optimal zusammenpassen. Allerdings haben wir jetzt schon mal hier den Bug 1. Das ist gut. Den können wir auch hier gleich in zwei Stationen vermarkten. Gehen natürlich gleich auch auf das zweite Auto. Oh, das ist ein Cabrio. Das ist schön. Das macht natürlich dann mal richtig Laune. Okay, Cabrio. Ja, das nennen wir dann mal, ja, ganz einfallsreich. Ja, nennen wir das mal. Ja, ja, ganz einfallsreich. Cabrio 1. Ho, ho, schick. So, wir lassen natürlich hier die Kollegen jetzt schon mal das erste Auto bauen. Und wir müssen natürlich auf unsere Finanzen achten, brauchen aber auch noch ein drittes Fahrzeugmodell. Da ist natürlich jetzt die Überlegung, wir gucken mal in die Entwicklungsabteilung, was für ein Auto wir da noch wählen, was günstig in der Karosserie ist. Also 240, den Bugster, den haben wir ja schon. Da hätten wir ja, den Kleinwagen, den Luxuswagen, der Pickup ist relativ günstig hier, kostet nur 291.000. Mal gucken, was wir noch haben, 430, 412, 378, aber ich glaube, der Pickup, der ist gar nicht schlecht. Und ja, 60.000 kostet er zwar mehr, ist aber in der Herstellung hier deutlich günstiger und hat eine zweifarbige Lackierung. Den entwickeln wir jetzt mal und werden hier das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. So, dass wir zumindest erstmal drei Grundmodelle haben, geht ja wie gesagt hier noch nicht so um den Wirtschaftsgedanken, sondern einfach nur eiskalt Autos verbauen und dann ist gut. So, jetzt haben wir hier ein bisschen das Ganze unübersichtlich, aber ich möchte die Niederlassung mir mal anschauen. So, jetzt haben wir hier schon mal beide Niederlassungen, dass wir auch entsprechend sehen, wie es aussieht, was wir hier machen müssen. So, das Fenster ziehen wir mal nach oben. Ja, nur das Fenster bitte, nicht den ganzen Bildschirm. Und schauen jetzt mal, also, der erste wird sogar schon verkauft und das ganz ohne Rabatt und Nachlass. Ja, ein bisschen Rabatt müssen wir aber wieder mal geben. Wir wollen ja die Autos auch loswerden, ne? So, auf 10% möchte ich da. Da gehen wir dann auch mal auf 10%. Einfach mal gucken, wie es aussieht. So, wieder ein Auto verkauft. Also, es kommt schon langsam wieder Geld rein. Das ist wichtig. Entwicklungszeit noch einen Monat. Das klingt auch soweit schon mal gut, denn dann ist gleich hier das Thema durch. Dann haben wir nämlich auch die Karosserie von unserem Pickup und können den dementsprechend auch dann langsam in die Produktion schicken. So, da haben wir jetzt schon mal einige Autos produziert. Wir stellen hier mal die Produktion um und werden den auf alle Fälle in Bridgeport auch schon mal verkaufen. Den Pickup möchte ich dann auf beide setzen. So, Entwicklungszeit sollte gleich durch sein. So, da unten wird jetzt unser Cabrio schon angefangen zu bauen. Das ist gut. Ja, zwei, drei Autos haben wir jetzt schon los. Eigentlich, ja, vier sind es sogar. So, der Rumbler ist entwickelt, sehr gut, das nächste Auto kann also dementsprechend hier jetzt loslegen. Wir gehen schon mal rein, neues Auto, der Rumbler 2, ein zweifarbiger Pickup, sieht schon richtig stylisch aus. Und schau an, wir haben hier sogar richtig gute Voraussetzungen. So, und den nennen wir jetzt, ja, Pickup wäre jetzt ein bisschen langweilig, den als Pickup zu bezeichnen. Wie nennen wir den denn jetzt? Den nennen wir mal, ja, ach, dann machen wir mal wieder einen anderen Namen. So, den nennen wir einfach jetzt mal hier den Holzcrafter als Pickup-Fahrzeug sagen, okay. Gut, jetzt können wir hier weiterbauen, Karosserie, Cabrios laufen. Oh, ich glaube, da verkaufen sich sogar schon die ersten Cabrios, tatsächlich. Auch ohne Rabatt, bringt uns gutes Geld. So, wir haben jetzt das dritte Auto hier gleich am Start. Ich warte nur noch, bis ein paar Cabrios gebaut sind. Und ja, jetzt können wir schon mal umstellen, die Produktion. Wir werden hier auf den Holzcrafter gehen, werden den in beiden Niederlassungen sozusagen gleich präsentieren. So, damit haben wir eigentlich die drei Autos schon zusammen und müssen jetzt nur noch gucken, dass wir im gesamten
Ah, Gesamtverkauf 7 Autos, Gesamtverkauf 2, also 9 von 250 Autos haben wir schon. Die Frage ist jetzt, hier steht ja Absatz von 250 Autos aus drei verschiedenen Typenklassen. Heißt das pro Typenklasse oder in Summe? Ich hoffe ja mal, dass das in Summe heißt. Hey, der sieht richtig cool aus hier. Der sieht ja richtig schick aus, der Pickup. Fahrzeug auf dem Weg zur Niederlassung. Ja, das ist gut. So, und die anderen produzieren hier natürlich auch nicht ganz so fleißig, sehe ich gerade bei Gelb. Bei Rot weiß ich es nicht, aber ich befürchte, nachdem die Zahlen nicht so weit hoch sind, dass der auch ganz schön Gas gibt. Aber ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Wir haben zumindest jetzt schon mal drei Autosegmente. Wir verkaufen zu wenig Autos. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen mehr Rabatt geben. Denn wir wollen ja auch die Autos hier gut abstoßen. So, das Cabrio geht irgendwie auch noch nicht so gut. Sollten wir vielleicht auch mal 10% Rabatt geben. Der Holzcrafter kriegt auch gleich mal 10% Rabatt. So, hier geht es ja wirklich nur um die nackte Summe und nicht um Gewinn oder Verlust. Müssen halt nur schauen, dass wir nicht zu sehr ins Minus rutschen. Aber ansonsten Hauptsache verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist ganz wichtig. Da wäre es vielleicht sogar interessant, noch eine Niederlassung zu kaufen, um dann eventuell noch einen Absatzmarkt zu finden. Das sollten wir dann hier erledigen. Im Rathaus gucken. Oh, eine Fabrik für 250.000 Euro. Das ist natürlich verflucht günstig. Ja, damit hat sie es aber schon erledigt. Mit der Fabrik, leider. Gut, Kredit werde ich aber keinen aufnehmen. Wir lassen sie aber mal drin. Vielleicht haben wir bald das Geld zusammen, uns noch eine Fabrik zu holen. So, die Crafter sind fertig. Dann werden wir jetzt auf alle Fälle mal hier wieder auf die Cabrios gehen. Und schauen, dass da gleich wieder Nachschub produziert wird. Vielleicht kriegen wir ja auch noch eine Niederlassung rein. Wäre auch von Vorteil. So. Ersten Cabrios werden wieder gebaut. 5 Stück brauchen wir, bis da oben wieder voll ist. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und die Kasse klingelt. Also, wir haben jetzt 22 Autos hier in Summe Gesamtverkauf. Da sieht man es pro Niederlassung schon vertickt. Das macht es schon mal ganz gut. Geld produziert auch nichts. Ja, das ist schön. Dann werden wir auch gleich mal hier den Bug wieder einsetzen. Denn da brauchen wir auch schon wieder 8 Fahrzeuge, bis wir die soweit durcheinander haben. Ja, 500.000 Euro haben wir drin. Das sieht auch ganz gut aus. Gesamtverkauf 26 Autos. Also, ja, wir nähern uns so langsam dem Ziel. Also 10% haben wir schon. Wir wissen natürlich nicht, was die Konkurrenz bisher verkauft. Aber vielleicht können wir das hier drin sehen. Fahrzeuge. Ja, Rot hat 19 Autos schon verkauft. Das ist natürlich nicht gut. Die haben aber erst nur 2 Segmente, wenn ich das hier richtig so sehe. Warum nimmst du da nicht teil, Kamerad? Das ist nicht gut. Du sollst da dran teilnehmen. Ich glaube, wir sollten diese Sache hier doch auch mal wieder ihr in den permanenten Bildschirm nehmen. Einfach mal so zur Überwachung. So, der Bug 1 ist fertig. Okay, jetzt stellen wir die Produktion wieder auf den Holzcrafter um, dass wir im Prinzip immer die Dinger voll haben. Jo, jetzt heißt es erstmal ein bisschen abwarten. Im Moment verkaufen sich ja nicht zu viele Autos. Wir sind jetzt bei 33. Naja, müssen wir vielleicht gucken. Also der Bug 1, der ist noch nicht ganz so optimal. Gucken, ob wir hier vielleicht sogar auf 30% Rabatt gehen. Machen wir trotzdem noch ein paar Euros gut. Es geht ja im Endeffekt nur um die reine Stückzahl. So, der Holzcrafter wird gerade ein wenig aufgefüllt sozusagen. Ja, das so klingt das gut. Da kommt auch ein bisschen Geld in die Tasche hier. Oh, eben geht's los. Oh, wir holen auf. Wir holen richtig auf. Oh, der Drecksack fängt jetzt auch mit Pickups hier an. Schaut mal. Das heißt, wir müssen unseren Pickup natürlich hier günstiger machen als der. Damit wir hier natürlich unsere Pickups verkaufen. Dem seine sind sowieso Schrott. Die sehen ja langweilig aus. Wir haben die stylische Zweifarblackierung. Der hat ja noch den langweiligen Einfarbigen da drin. Ja, und so langsam kommt hier unten auch ein bisschen wieder was rein. Das ist natürlich gut, wenn wir vielleicht noch eine Fabrik oder noch eine Niederlassung gleich kaufen. Weil dann können wir nämlich dementsprechend die Produktion noch ein bisschen anheizen und noch schneller die Autos abstoßen. Jetzt sind wir bei 44 Fahrzeugen. 45, ja, das läuft doch ganz gut an.
Und die Pickups werden gebraucht und gebraucht und gebraucht. So, mal gucken. Der Bug, der verkauft sich irgendwie gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Ganz schlecht. Ärgert mich ein bisschen, dass wir den hier überhaupt nicht loskriegen. Warum will den kein Mensch haben? Gehen wir hier auch nochmal auf 30% Rabatt. Irgendwann muss doch mal einer so ein Ding kaufen wollen. Und zusätzlich werden wir jetzt auch hier in der Garage mal noch einen Service anbieten. Wenn ich sie denn anwählen kann. Ah ne, das war die Niederlassung. Da ist die Garage. Denn wir werden unseren Service hier noch etwas mit der Garantie durchgeben. Und kostenlosen Ölwechsel. Nö, den lassen wir raus. Das wird zu teuer. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So, vielleicht kaufen ja jetzt ein paar Leute mehr. So, was machen unsere Cabrios? Ja, die sollten jetzt mal langsam produziert werden. Da haben wir nur noch eins da. Ja. Okay, unsere erste Bilanz. 53 Autos verkauft. Das ist gut. Das ist schon mehr als ein Fünftel. Hoffe, die Konkurrenz ist da nicht ganz so schnell. So, und wir machen natürlich weiter. Jetzt gucken wir mal. Noch können wir hier mitbieten, sogar bei einer neuen Fabrik. Hoffentlich kriegen wir die. Das wäre natürlich der Burner. Ja, jetzt reicht das Guthaben nicht aus. Das ist schade. Okay. So, dafür gehen jetzt die entsprechend Cabrios wieder hoch. Oh, das ist natürlich noch besser. Das heißt, wir bräuchten jetzt doch mal langsam noch eine Fabrik. Denn mit der Produktion kommen wir jetzt schon fast kaum noch hinterher. Die Cabrios gehen richtig gut. Der Bug verkauft sich so langsam jetzt auch ein bisschen. Ja, 60 Autos haben wir jetzt schon in Summe zusammen. Gut, bei dem Rabatt eigentlich auch kein großes Wunder. Gehen wir auch mal auf 30%. Was soll's, wir hauen jetzt einfach alles hier relativ günstig raus. Wie gesagt, es geht um die nackten Verkaufszahlen und um nichts anderes. So, und das Cabrio gehen wir mal auf 20%. Da machen wir trotzdem noch ganz gutes Geld mit. So, und der Holzcrafter verkauft sich ganz schick hier oben. Hier unten verkauft er sich irgendwie gar nicht so besonders. Doch, jetzt mal wieder. Ich glaube aber den Bug 1, den werden wir vielleicht da in Denver 1 rausnehmen. Und werden da eventuell mal das Cabrio zum Test reinsetzen. Das können wir mal probieren. Den Bug 1 werden wir mal abverkaufen. So, und setzen jetzt mal das Cabrio hier rein. Schauen mal, wie das hier dann abläuft. Ob der vielleicht da uns ein bisschen mehr einbringt. Und schaut an, wir sind schon bei 80 Fahrzeugen. Das ist natürlich gut. Vor allem, wenn wir jetzt noch eine Niederlassung hätten, hätten wir den Vorteil, wir könnten noch mal ein paar Autos bunkern. Und wir sollen 250 verkaufen. Da zählt auch der Abverkauf mit rein. Das heißt, wir könnten dann mal so richtig mit Vollgas so einen ganzen Schwung in sozusagen, ja, Vorlage treten. Jetzt hoffe ich, dass hier bald mal eine neue Versteigerung kommt, weil jetzt haben wir auch genug Geld, um noch eine Fabrik aufzubauen, die wir jetzt langsam, aber sicher ganz dringend brauchen werden. So, der Holzcrafter ist leer. Das heißt, Produktion umstellen, dass wir da gleich wieder Nachversorgung haben. Und bitte auch gleich anfangen zu produzieren. Na kommt, produziert mal ein bisschen. Mensch, da fahren viele rote Autos und gelbe Autos rum. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So, jetzt sind wir bei 86 verkauften Autos. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt werden erstmal hier ein paar Pickups zusammengeschraubt. Da brauchen wir auch erstmal so gute 20 Stück. Solange wir eigentlich nichts entwickeln, ich bin ja auch ein Esel, können wir hier die Ingenieure mal runternehmen. Die kosten jeden Monat 14.000 Euro. Das ist natürlich massiv. Das sind ganz schöne Kosten. Die brauchen wir ja nicht auszugeben. Wir bieten zu wenige Modelle an. Zu wenig Modelle. Ja, wir brauchen jetzt aber erstmal eine Fabrik, Leute, um mehr Autos bauen zu können. Ohne mehr Autos geht da nichts. So, und die Cabrios werden wir jetzt auch mal hier auf 30% Rabatt setzen, damit wir auch die hier vielleicht schnell loskriegen. Ihr seht, ohne eine zweite Fabrik sind wir hier bald aufgeschmissen. So schnell können die hier gar nicht nachbauen. Ja, ich weiß, dass wir zu wenig Autos verkaufen, junge Dame. Ich bin ja auch schon mit Hochdruck da dran. Allerdings tut sich da im Moment noch nicht so wirklich viel. Nochmal so eine schöne Versteigerung zum Schluss. Das wäre doch mal eine schicke Sache. So, wo fehlt's uns noch? Cabrio haben wir noch. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal den Bug bauen. Den wollen ja dann doch noch 1-2 Leute mal haben. Hab schon gedacht, das wird nichts mehr, aber doch, es funktioniert. Ja, einmal bitte umschwenken auf den Bug.
Hallo, Produktion, bitte starten. Ah, eben geht's los. Eben geht's los. So, wir sind jetzt schon bei 700.000. Also ich sag mal, wir haben ganz gut Geld verdient. Und eben geht's los. Jetzt können wir uns hier eine Fabrik holen. In Bridgeport, das ist mir egal, wo die ist. Aber wir haben eine Fabrik für 400.000. Das ist ja mal süß. Und natürlich optimal. Was produzieren wir, was vertreiben wir? Da unten haben wir die da drin. Das heißt, wir werden hier die Produktion auf den Holzcrafter umstellen. Werden aber hier erstmal die zwei Holzcrafter abverkaufen. Genau, hier gehen wir auf die Holzcrafter-Produktion rein. Werden die hier reinnehmen, den nur da drüber laufen lassen. Und ja, werden hier dementsprechend jetzt mal umschwenken. Ne, Bug muss noch gebaut werden, das passt. Unten wird jetzt nur der Holzcrafter gebaut. Das heißt, jetzt kann es richtig rund gehen, denn wir haben schon 107 Autos zusammen. So, und noch eine Niederlassung. Das ist natürlich Gold wert. Denn das bringt uns wieder ein bisschen Vorlauf. Perfekte Mente. So, okay, dann haben wir jetzt die nächste Niederlassung noch. Das ist gut. Wir gucken auf unsere Fabriken. Hier wird der Holzcrafter verkauft. Den schicken wir natürlich auch da unten hin. Und Bridgeport ist so eine tolle Niederlassung. Die brauchen zweimal den Holzcrafter. So, und hier werden wir einmal den Bug hinsetzen. Und natürlich die Produktion auf das Cabrio mal umstellen. Und auch hier das Cabrio verkaufen. Damit haben wir jetzt alles optimal eigentlich versorgt. So, und der Holzcrafter, hier die Produktion, die läuft natürlich jetzt auf Hochtouren. Hier müssen wir jetzt noch die Rabatte ein bisschen eingeben. Das ist ein anderer Bezirk, da gehen wir mal nur auf 10%. Schauen mal, ob uns das vielleicht weiterhilft. Ja, und der Holzcrafter wird gebaut und gebaut und gebaut. Das geht richtig ab hier. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder durch für heute. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir den Kampf natürlich fortführen. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte zusammen, sind allerdings jetzt auch ein wenig im Minus. Das heißt, hier gehen wir auf alle Fälle erstmal raus. Werden da nichts Neues mit reinsetzen, sondern erstmal gucken, dass wir jetzt wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Wichtig ist, dass wir da jetzt unseren Verkauf anheizen und ein bisschen Geld in die Taschen kommt. Denn der Abverkauf, der geht natürlich weit unter Preis. Das können wir nicht auf Dauer machen. Aber sobald jetzt die nächsten Autos hier durch sind, na, da sieht man immer die Dollarzeichen hochgehen. Das ist natürlich schön, dass sie sich gleich verkaufen. Und das Gute ist natürlich, dass wir hier auch direkt nebendran eine Niederlassung haben. Da geht das natürlich optimal von der Hand. So, jetzt müsste ich mal gerade gucken. Ist das die Bridgeport zufällig? Nein, ist leider nicht die Bridgeport 3. Bridgeport 3 ist wo? Nur mal schnell schauen. Da ist Bridgeport 3. Gut. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wo ist diese Niederlassung? Die ist da. Das ist die andere. Das heißt, das ist hier die Bridgeport 2 ist das, wo hier praktisch der Crafter gut durchläuft. Das ist schön. Können wir hier nämlich den Crafter... Ja, der passt vom Geld her. Das ist optimal. So, Produktion läuft überall. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Bug. Also nicht einen Bug, sondern den Bug in der Produktion. Und jetzt machen wir auch Schluss. Ja, das war's für heute. Wir müssen nämlich dann gucken, dass wir unsere Schulden noch runterkriegen. Wir speichern aber das Spiel jetzt mal schnell ab. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.